Das ist der wohl jüngste Astronom der Welt. Ich mag Galaxien, aber schwarze Löcher zu finden ist echt das Langweiligste auf der ganzen Welt. Und sie paukt in der ältesten Grundschulklasse der Welt noch fleißig Vokabeln. Ich konnte bis vor einem Jahr meinen Namen nicht schreiben. Die beiden beweisen uns, dass man nie zu jung oder zu alt ist, um was Neues zu lernen. Wir reisen zuerst in die brasilianische Metropole São Paulo. Hier wohnt er, der jüngste Astronom, in einem beeindruckenden Hochhaus. Natürlich zusammen mit seinen Eltern. Denn Miro Latanzio Zeig ist erst 6 Jahre alt. Und während Gleichaltrige auf dem Spielplatz toben, reist Miro von zu Hause aus in ferne Galaxien. Kein Scherz, sein Laptop und ein spezielles Programm machen es möglich. MIAT 000. Ich markiere mögliche Asteroiden unseres Weltalls und gebe ihnen einen Namen. Hier den hier zum Beispiel. Asteroiden suchen. Für Miro völlig normal. Doch wie kommt es dazu, dass ein Kind, dessen Papa Containerfrachthändler und die Mama Hausfrau ist, eine wissenschaftliche Auszeichnung nach der nächsten gewinnt? Alles beginnt in der Corona-Pandemie. Weil wir viel zu Hause waren, zeigte mein Mann Miro das Programm Astrometica der NASA zur Ablenkung. Dann machte er bei einer Aktion der International Astronomical Search Collaboration mit. Eine weltweite Vereinigung von Astronomen mit dem Ziel, Astronomie zu fördern. Im Workshop fand er 15 Asteroiden, die noch nicht bekannt waren. Ein damals 5-jähriger Junge findet 15 unbekannte Asteroiden. Das ist natürlich eine Sensation. Unsere Asteroidenfamilie ist hier. Auf dem Arm seines Papas traut sich Miro auf die große Bühne. Die Internationale Astronomische Union ehrt den Jungen für seine herausragende Mitarbeit. Er ist somit das jüngste aktive Forschungsmitglied dieser astronomischen Organisation. Seitdem nutzt Miro jede freie Minute, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Asteroiden jagen. Und so bleibt es nicht nur bei einer Auszeichnung. Miro ist seitdem das Wunderkind der Astronomie und wird mit den bedeutendsten Auszeichnungen überhäuft. Welcher 6-jährige Junge kann sich schon galaktischer Problemlöser nennen? Das hier ist die Urkunde, mit der alles begann, von der Internationalen Astronomischen Union. Und das ist eine von einem internationalen Seminar, wo er von der NASA geehrt wurde. Asteroid bedeutet sternähnlich. Genau wie Kometen sind die Gesteinsbrocken Kleinkörper im Sonnensystem. Über 1,3 Millionen sind bisher bekannt. Miro hat sich noch weitere Herausforderungen gesucht. Ich mag Galaxien, aber schwarze Löcher zu finden ist echt das Langweiligste auf der ganzen Welt. So, das ist uns zu hoch und deshalb steigen wir erstmal aus. Wir schauen nach Indien. 100 Kilometer nördlich der Metropole Mumbai befindet sich das Dorf Fangane. Hier leben gerade einmal 70 Familien. Eine davon, die Familie von Shivanta. Die 80-jährige Shivanta lebt hier gemeinsam mit der Familie ihres Sohnes. Ihre Lehmhütte ist einfach und karg eingerichtet. Nur mit dem Nötigsten, das die Dorfbewohner brauchen. Ich lebe hier mit meinem Sohn, seiner Frau und meinen 4 Enkelkindern, alle zusammen in der kleinen Hütte. Das Haus habe ich früher mit meinem inzwischen verstorbenen Mann gebaut. In der Hütte steht heute Lernen auf dem Programm, jedoch anders als wir das kennen. Denn Enkelin Rupali gibt ihrer Oma Nachhilfe im Vokabelnlernen, nicht umgekehrt. Ich gehe seit einem Jahr in die Grundschule. Als Kind hatte ich keine Möglichkeit. Meine Eltern konnten mir keine Schule zahlen. Jetzt gibt's eine Schule für uns alte Frauen. Das ist toll. In Indien können 79% der Männer auf dem Land lesen und schreiben. Die Quote bei Frauen liegt bei nur 59%. Eine Grundschule für indische Seniorinnen will das ändern. Wenn Oma von der Schule kommt, erzählt sie stolz, was sie gelernt hat. Was sie nicht versteht, erkläre ich ihr nochmal.
Ein neues indisches Gesetz besagt, Kinder bis zum 14. Lebensjahr müssen ein Bildungsangebot bekommen. Bildung ist wichtig, aber im Haushalt muss Rupali trotzdem helfen, um später einen eigenen Haushalt führen zu können. Dafür muss sie unter Omas Aufsicht in der Küche fleißig üben und den typisch indischen Tee, den Chai, zubereiten. Das Familienrezept kennt Rupali von Shivanta. Dein Tee schmeckt langsam richtig gut. Damit kannst du bald einen Mann beeindrucken. Ein Seitenhieb. Oma Shivanta hat mit 16 Jahren geheiratet. Ihre Enkelin soll lieber lange zur Schule gehen. Ich bin glücklich, dass ich nicht erst in Omas Alter in die Schule gehen kann. Ich würde gern irgendwann studieren. Große Träume hat auch ihre Großmutter. Shivanta will endlich lesen und schreiben lernen. Dafür geht's jetzt in die Grundschule. Die Schuluniform, ein goldbestickter pinkfarbener Sari. Ein Tabubruch in Indien, denn traditionell tragen Witwen wie Shivanta weiße Kleidung. Weiß ist hier die Farbe der Trauer. Während sich Shivanta in Indien auf den Weg zur Dorfschule macht, schauen wir zum hochbegabten Miro in Brasilien. Am liebsten jagt der Sechsjährige Asteroiden und erforscht Galaxien. Das macht ihn zum jüngsten Astronomen der Welt. Aber manchmal spielt er auch einfach nur gern mit Papa Jack. Miros Leidenschaft gar nicht so einfach für seine Eltern. Er ist sehr neugierig und brillant auf seine eigene Art. Aber das bringt auch Herausforderungen mit sich. Denn er kann sich nicht einfach mal entspannen. Nie. Er ist immer am Herausfinden und am Fragen stellen. Wir haben gemerkt, dass er nicht mehr zufrieden ist mit unseren Antworten. Er hat uns dazu gebracht, immer mehr Informationen zusammenzusuchen, um ihm gerecht zu werden. Und ich dachte, wow, ich bin ein studierter Erwachsener und habe nicht genügend Wissen, meinen kleinen Sohn zufriedenzustellen. Trotzdem findet er immer wieder Wege, Miro zu inspirieren. Gemeinsam gründen sie einen Club. Auf der Suche nach Gleichgesinnten, die zusammen mit Miro weiterforschen. Sie drehen ein Video fürs Internet. Klar, dass Miro auch längst Englisch kann. Hello, I am Miro. I have 6 years old and I live in Brazil. We chose the turning STEM into STEAM challenge to summon all Earthlings to teach everyone in the world how to hunt asteroids. Come join us. You can also become a defender of the Earth. Die Erde verteidigen? Richtig gehört. Miro macht das alles nicht aus Spaß. Der kleine Junge mit dem großen Interesse am Weltall möchte nicht weniger als von seinem Kinderzimmer aus die Welt retten. Wovor genau und wie erfahren wir später. Im knapp 14.000 Kilometer entfernten indischen Dorf Fangane ist es in der Zwischenzeit nachmittags. Immer samstags um 14 Uhr findet in einer kleinen Hütte der Unterricht für die Dorfältesten statt. Die Aibaichi Shala Schule wurde 2018 gegründet und gilt weltweit als einzige Schule für ältere Frauen. Eine Erweiterung der normalen Dorfschule für Kinder. Finanziert wird die Schule und das Unterrichtsmaterial durch Spenden von Hilfsorganisationen. In der Klasse angekommen, setzt sich die 80-jährige Shivanta in die hinterste Reihe. Dort kann sie besser mit ihren Freundinnen tuscheln. So wie Grundschüler das eben tun. Montags zähle ich schon die Tage, bis am Samstag wieder Unterricht ist. Ich glaube, wir sind anstrengender als Grundschüler. Wir kabbeln und kichern den ganzen Tag und wir kennen uns, seit wir klein sind. Traditionell haben im Dorf zwar die Ältesten das Sagen, doch die Schule hat die Hierarchie auf den Kopf gestellt. Denn hier hat die Lehrerin das Sagen, Sheetal. Mit 30 Jahren ist sie nicht einmal halb so alt wie die meisten ihrer Schülerinnen. Einmal pro Woche unterrichtet sie hier. Bis vor einem Jahr war Sheetal Hausfrau und kümmerte sich um ihre Kinder. Als die Idee entstand, in Fangana eine Schule für Seniorinnen zu gründen, war sie direkt begeistert,
ihr Wissen weiterzugeben. Am Anfang fand der Unterricht in Chitals Wohnzimmer statt. Dann wurde durch Spendengelder einer Bildungsinitiative eine kleine Hütte gebaut. Die Frauen waren so aufgeregt, dass sie am Anfang auch unter der Woche nachts um 10 bei mir klingelten. Wenn sie eine Frage zu ihren Hausaufgaben hatten oder noch mehr lernen wollten. Da musste ich Regeln einführen, wann ich Lehrerin und wann ich eine Nachbarin bin. Ich bin sehr glücklich, hier etwas so Gutes tun zu können. Die älteste Schülerin ist 98 Jahre alt und die jüngste 60. Alle waren Analphabetinnen. Ihr Daumenabdruck war ihre Unterschrift. Wir haben hier eine einmalige Chance, alles zu lernen. Am schwersten fällt mir das Alphabet. Es macht sehr viel Spaß, hier zu sein. Aber es ist auch anstrengend, sich so lange zu konzentrieren und aufmerksam zu sein. Unglaublich, aber ich habe mit 80 zum ersten Mal ein Dokument richtig unterschrieben. Aktuell lernen die Schülerinnen das Marathi-Alphabet. Die Amtssprache in ihrem Wohngebiet und eine der 20 meistgesprochenen Sprachen der Welt. Wir schreiben keine Tests. Für die Frauen ist das Lernen schon anstrengend genug. Wir wollen keinen Wettbewerb. Die Anerkennung, wenn sie etwas richtig machen, reicht aus. Vor Schulschluss stehen noch die Buchstaben A bis E auf dem Stundenplan der wohl ältesten Grundschülerinnen der Welt. Zurück in Brasilien. Heute ist ein besonderer Tag. Miro, der wohl jüngste Astronom der Welt, darf zum ersten Mal das neue Planetarium der Stadt entdecken. Und der Sechsjährige kann es natürlich kaum erwarten. Die Entstehung unserer Erde und vor allem das Aussterben der Dinosaurier haben es Miro angetan. Denn auch hier spielen Asteroiden eine große Rolle. Das sind die Äonen und hier die Kometen und Asteroiden und später erst die Dinosaurier. Hier sind wir. Heute. Und was passiert hier? Das ist noch ungewiss. Das ist die Zukunft. Forscher vermuten, dass ein Asteroideneinschlag vor etwa 66 Millionen Jahren das Massensterben der Dinosaurier auslöste. Miros Schlussfolgerung: Je mehr Asteroiden er findet und meldet, desto geringer ist die Möglichkeit, dass auch die Menschheit ausstirbt. Er liebt jede Information darüber, wie die Erde entstanden ist, was mit uns passiert. Das ist magisch für ihn. Miro ist wirklich ein außergewöhnliches Kind. Mit einem Papa, der sich ganz gewöhnliche Dinge für seinen Sohn wünscht. Ich möchte, dass er glücklich ist. Dass er seinen eigenen Weg findet und glücklich ist. Was ist da? Da entsteht Leben auf dem Planeten. Miros Wissbegierde ist unerschöpflich. Zum Abschluss des Tages möchte der Asteroidenjäger noch das neueste Teleskop des Planetariums ausprobieren. Eines ist klar: Miro wird nicht eher Ruhe geben, bis er alle Planeten genau erforscht hat. Ich will noch viel mehr entdecken und hoffe, dass es bald noch bessere Teleskope gibt. Wir werden sicher noch viel von diesem außergewöhnlichen Jungen hören, dem jüngsten Astronomen der Welt. Shivanta und ihre Mitschülerinnen im indischen Fangane lernen das erste Mal in ihrem Leben das Alphabet. Der Unterricht für Großmütter, für alle knifflig. Es ist etwas ganz anderes, Großmütter statt Kinder zu unterrichten. Viel arbeitsintensiver. Denn manche Frauen haben Demenz und vergessen nach einer Stunde wieder alles. Andere sehen oder hören schlecht. Die muss ich an ihrem Platz nochmal separat unterrichten. Es ist herausfordernd, aber einzigartig. Chital selbst hat die Highschool abgeschlossen und auch schon Kinder unterrichtet.
Im Vergleich schätzt sie vor allem, dass die Omas so eifrig sind, die Schule als Ehre und nicht als Pflicht sehen. Ich bin so stolz, lernen zu können und hoffe, dass noch mehr ältere Frauen diese Chance bekommen. Die Wissbegier ihrer Schülerinnen inspiriert auch die Lehrerin. Sie möchte Englisch lernen. Für heute haben wir es geschafft. Bitte macht eure Hausaufgaben und lernt mit euren Enkelkindern. Nach 2 Stunden ist der Seniorinnenunterricht vorbei. Länger können sich Shivanta und ihre Mitschülerinnen in ihrem Alter nicht konzentrieren. Umgekehrte Welt. Abgeholt werden sie alle von ihren Enkelkindern. Für uns ein kurioses Bild. Hier Alltag. Gemeinsam gehen Shivanta und Rupali nach Hause zum Abendessen und Hausaufgaben machen.